Was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute, Freunde, rede ich ein bisschen über den 6PM Drop von letzter Woche. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, war viel los mit den Codes. Ashraf hat viel in seiner Story gepostet über Reseller, hier wurde gehatet und allgemein war der Drop ja, ziemlich chaotisch. Und in dem Video will ich einfach meine Meinung zu dem Thema einfach sagen. Zum Thema Resell, zu dem Thema 6PM Drops mit den Codes und so weiter. Vor dem Video muss ich aber noch eins loswerden. Eigentlich sollte ja heute das 6PM Unboxing kommen. Dreimal dürfte ihr raten, wer sein Paket aber natürlich noch nicht bekommen hat. Ich. Und da kann man natürlich auch argumentieren mit Corona, dass das Ganze jetzt Verspätung hat. Aber ich blende euch einfach mal ein Bild an von einem Bro von mir, der auch bei 6PM bestellt hat und dem seine Bestellung dann einfach gut und gerne mal in Indonesien gelandet ist. Ashraf, bleib doch bitte bei DHL. Ich verstehe es nicht. Die letzten Drops, für die es nicht wissen, waren bei DHL. Und jetzt sind die zu DPD gewechselt. Ich verstehe es nicht. Ich feiere DPD gar nicht. DHL wirklich 10-mal besser. Ja, sowas kommt zustande, wenn man zu DPD wechselt. Ich weiß jetzt nicht aus welchem Grund, ob es wegen dem, ob es billiger ist oder einfach praktischer. Aber ja, DHL ist einfach besser. Und abschließend kann ich zu dem Thema erstmal sagen, dass der Versand echt bei dem Drop echt Katastrophe ist. Aber darum soll es gar nicht gehen. Fangen wir heute mit dem Video an. So, ich habe mir jetzt ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, was ich alles sagen will. Und fangen wir gleich mit dem ersten Punkt an. Und bei dem Punkt geht es um die Codes für die Kollektion. Für die Leute, die nicht wissen, was die Codes sind, die Codes werden unter den Beiträgen von Ashraf verteilt. Und mit den Codes kann man halt anstatt um 18 Uhr, um 17 Uhr auf die Seite und kann sich so seine Sachen entspannt kaufen. So, das Ganze hat Ashraf auch bei der Hot Summer Kollektion gemacht, von einem T-Shirt zum Beispiel hier, hat er die Codes verteilt und mit denen konnte man ja auch, wie man beim Live-Cop gesehen hat, auf die Webseite gehen. So, bei mir hat das Ganze funktioniert. Ashraf hat aber, wie er auch in seiner Instagram-Story erwähnt hat, die Codes abgestellt, weil er 60 Leuten Codes gegeben hat und 100 mit Codes auf der Seite waren. Und da hat er halt die Codes abgestellt. Ich hatte noch Glück und konnte mir alle Sachen holen, die ich wollte. Aber ja, für die, die Codes hatten und sich gedacht haben, ja komm, gehe ich Viertel vor oder so online, die hatten dann Pech. Finde ich auf jeden Fall schade, aber da kann ich Ashraf voll verstehen, dass man abgefuckt ist, wenn mehr mit Codes online gehen, als man erwartet hat. XS und XXL waren auch schon nach 5 Minuten oder so ausverkauft. Auf jeden Fall richtig coole Aktion, dass ihr das alles weggekauft habt an die Reseller. Aber ja, was will man machen? Es gibt jetzt keine Codes mehr. Und Ashraf hat jetzt in seiner Story halt geschrieben, dass es, dass es keine Codes mehr geben wird, dass aber nichts storniert wurde von den Bestellungen. Und so hat die Community sich jetzt auch vermasselt. Keine Codes mehr, gleiches Recht für alle, ab sofort. Und somit wird es halt auch schwerer, an die Sachen ranzukommen. Kommen wir jetzt aber zum zweiten Thema, nämlich zum Resellen von 6PM. Da kann ich nur eine Sache sagen, und zwar ist 6PM im Hype und die Nachfrage ist halt höher als das Angebot, und wer ein bisschen in der Schule aufgepasst hat, wird feststellen, dass der Preis sich so einpendelt, wie halt die Nachfrage im Vergleich zum Angebot ist. Und bei 6PM ist halt die Nachfrage höher wie das Angebot, und so entsteht halt der Preis. Meine Meinung ist da ganz einfach, ich reg mich da gar nicht auf. Ich habe bei Peso noch nie was bekommen und bei 6PM werde ich, denke ich mal, beim nächsten Drop auch nicht alles bekommen. Und klar rege ich mich auf, aber wieso soll ich mich über Reseller aufregen, wenn das Prinzip so ist? Da gibt es meiner Meinung nach keinen Grund, sich aufzuregen. Ich meine, bei der Nike Sneakers App bekommt man auch nicht immer was, und die Schuhe werden zu 90% geresellt. Ich meine, klar regt man sich auf, aber was will man dagegen machen? Und 6PM zu resellen ist halt für Jugendliche, die halt sich mit Mode beschäftigen, ein guter Weg, Geld zu machen. Und ich finde, klar nervt es einen, und mich wird es auch bei der nächsten Kollektion auch nerven, dass ich nicht alles bekommen werde, aber so ist es nun mal und ändern kann man da eh nichts. Und deswegen
wenn ihr Bock drauf habt, die Sachen zu resellen, dann macht es. Wenn nicht, dann tragt es auch, so wie ich das mache. Und ich verstehe da beide Seiten, dass man sich aufregt, dass man aber auch resellen will. Aber was ich zum Beispiel nicht verstehe, ist, dass man die Codes resellt. Aber ist jetzt passiert. Und dann hat halt jeder jetzt das gleiche Recht auf die Sachen. Und das ist auch ein Vorteil. Dann kommen wir jetzt auch zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist nämlich Reseller mit Bots. Da bin ich ganz der Meinung, dass das einfach ja, Abschaum ist und dass es, finde ich, gar nicht geht. Das ist ja professionelles Resellen und da stehe ich gar nicht dahinter, mit Bots da sich 40, 50 Artikel zu kaufen, finde ich auch uncool der Community ja, gegenüber, wenn man sich da so viele Pieces holt. Ich meine, die normalen Reseller, das sind ja keine hohen Stückzahlen, aber die machen das ja professionell mit Bots, zahlen da monatlich 500 Euro, damit die bei so welchen Drops ja ihr Profit machen. Finde ich auf jeden Fall uncool und sowas muss überhaupt nicht sein. Das war's auch zu dem Thema. Ich hoffe, ihr konntet meine Meinung ein bisschen nachvollziehen. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Bleibt auf jeden Fall hier und wartet das 6pm Unboxing ab. Da gibt es nämlich ein kleines Giveaway. Deswegen könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video. Peace.